So, da la, ich bin wieder zurück. Hallo Freunde, herzlich wieder recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground Number 2. Ja. Im letzten Part haben wir eigentlich gesagt, wir fahren nicht mehr, sondern die gleichen Schienen, aber die zwei Rennen, die können wir auch noch schön gewinnen. Nachdem wir im letzten Part ja so deprimiert wurden, dass wir es fast nicht aufs Cover geschafft haben. Da wir es irgendwie, also das war jetzt wirklich das erste Cover, wo wir nicht sofort auf den ersten Versuch hin die Zeitmarke geknackt haben. Also wir geknackt haben ist zwingend übertrieben, aber dass wir es nicht in der Zeit geschafft haben, in der wir es wollten. Aber gut, sowas muss auch mal passieren. Oder Katja, was sagst du? Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich sitze gerade direkt auf dem Schreibtisch vor mir und schnurrt wie verrückt. Mach mal mir. Das hat sie keinen Bock mehr. Ich habe ja gesagt, boah. Ja genau, was ist los hier? Ich habe ja gesagt, ich erzähle euch eventuell mehr solche Wissensgeschichten. Aber heute habe ich mal was anderes. Und zwar, ich glaube, dass die Dinger zum Durchfahren sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Grip, das Motormagazin kommt jeden Sonntag auf RTL 2, nur zu empfehlen. Kommt um 19 Uhr. Und was will ich sagen? Genau, letzten Sonntag. Also wenn ihr den Part sehen wollt, war der letzte Sonntag wahrscheinlich das mit dem RS4 gegen die Ducati. Aber den letzten Sonntag, den ich jetzt meine, war der mit der Bugatti Veyron 16.4, 12.4, was weiß ich, 12.4 Vizesse, was ich für die Scheiße ausspricht. Auf jeden Fall, das ist die Mühle mit 1200 PS. Cabrio. Grundpreis. Boah. 2 Millionen. Also, werde ich mit dem nicht holen, habe ich mir beschlossen. 2 Millionen. Tja, Kiki. Mache ich mal wieder 2 Tage. Und dann habe ich das wieder drin. Also. Ah, da gibt es das geile Bild von Bill Gates. Sitzt das so da? Ach. Lass mich mal schnell auf einen neuen Lamborghini sparen, sagt er. Ups. Dann drunter macht er so Art einen Handschlag. Klappt so in die Hände. Und dann. Okay. Dann. Steht hier drunter. Das finde ich natürlich auch sehr geil. So. Da habe ich mit dem Kumpel schon drüber geredet. Das ist doch aber auch irgendwo übertrieben. Stell dir mal vor, ihr würdet echt innerhalb von ein paar Minuten euch einen neuen Lambo leisten können. Das ist einfach, ja, ich meine, das ist schön und gut. Ach, du hast Geld, du brauchst nicht arbeiten, aber ich sehe es jetzt an mir. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte das mit dem Let's Play nichts zu tun. Und keine Freunde oder sonst was. Und ich hätte echt jeden Tag einfach nur Zeit und nichts zu tun. Ich denke, das wird mir ja extrem langweilig. Mir wird es jetzt schon teils langweilig, wenn kein Kollege oder sonst was Zeit hat. Dann ist das hier schon recht öde und alles, aber wenn jetzt wirklich dein Leben lang so ist, ich meine, super, du kannst das Geld vor allem ja nicht ausgeben. Ich meine, du kannst gut ausgeben kannst du freilich, aber nicht so, dass du mehr oder weniger nichts mehr hast. Gut, das willst du ja auch nicht, aber dass es halt nicht mehr so extrem viel ist. Du kannst dir natürlich dann jeden zweiten Tag ein Haus kaufen, aber brauchst du nicht, wirst du ja auch nicht machen. Du wirst dir auch ein paar Autos kaufen, keine Frage. Und alles, du wirst ja auch mehr als ein Haus kaufen. Du wirst dir auch einen geilen PC kaufen. Und einen geilen Fernseher. Und Konsole. Und 1000 Games, logisch. Aber das langt halt nicht. Das sind halt dann mal 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Euro. Aber ja,
Das ist ja nichts im Gegensatz zu dem, was du verdienen würdest. Aber ich glaube, hier ist keiner dabei, der sich mit solchen Problemen rumschlagen müsste. Geil wäre es halt schon irgendwo, oder? Ich meine, ich wäre der Letzte, wo mich über zu viel Geld beschweren würde. Da mal was Geiles kaufen. Da, da und da. Dem mal was schenken. Und ach, naja. Lasst uns eine Runde träumen. Mach mal eine Schweigesekunde. Okay, schon mehr als eine Sekunde. Aber egal. Dann geht's jetzt halt ans Tunen. Let's tun our car. Hey, hast du schon gehört, dass in der Gegend von Cole Harbor East ein Rennen starten soll? Sind wohl ein paar Anfänger mit mehr Kohle als Hirn. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Kannst du dir das mal ansehen und mir Bescheid sagen? Jo, klar, mach ich. Jo, alles drinnen. Hä, was waren das jetzt denn noch? Ah, hier. Okay, dann der Turbo. G-Ready. Ja, G-Ready hört sich. Hört sich sinnvoll an. Ja, okay, das war's. Dann ist er jetzt vollkommen getuned. Dann gehen wir mal auf die Teststrecke. Und schauen wir uns mal an, was hier so abgeht. Um noch mehr Leistung rauskitzeln zu können, solltest du dich hier umsehen. Auf dem Prüfstand. Machen wir nochmal Drag, weil es so einfach deine Performance auf maximale Power trimmen. Total abgeht. Okay, dann schau mal 0 auf 60. Jo. Höchstgeschwindigkeit 357. Boah. Die Beschleunigung ist ja doch noch nicht bei voll. Also jetzt haben wir auf jeden Fall hier 390 kW mal 1,35. Haben wir 526 PS. Wenn man halt dem Spiel glauben kann. Aber jetzt will ich mal was versuchen. Ja, weiter. Einstellungen ändern. Aerodynamik. Hey, Mann, du willst doch bestimmt auch schneller durch den Fahrtwind gleiten und fester am Boden kleben, oder? Je schneller du fährst, desto mehr Abtrieb entsteht vorne und hinten. Dadurch wird dein Wagen fester auf die Straße gepresst und die Bodenhaftung steigt. Glaubst du nicht? Probier's aus! Jetzt machen wir das mal auch einfach auf voll. Ob das jetzt halt irgendwas ändert? Ja, ja. Hat das jetzt irgendwo was verändert? Nö. Also es ist so. Das Fahrwerk bestimmt, wie dein Wagen auf Stöße und seitliche Kräfte reagiert. Die Fahrwerkskomponenten arbeiten wie ein Team und müssen aufeinander abgestimmt werden, damit sie gut funktionieren. Ich empfehle dir, zuerst die Stabilisatoren einzustellen, dann die Dämpfer und danach die Federn. Und zuerst die Stabilisatoren. Lenkverhältnis. Mal ein wenig hoch. Stabilisatoren. Machen wir ein wenig nach härter noch. Dämpfer passen. Aber das hier tun wir mal auf mittig. Deine Gegner schlafen natürlich nicht, deshalb solltest du deine Beschleunigung und deine Höchstgeschwindigkeit genau abstimmen. Und das machst du über die Übersetzung. Aber vergiss die Schaltpunkte nicht, die müssen auch eingestellt werden. Okay, das ist alles wegen auf mehr Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Ah, wenn ich... Okay, da kann ich jetzt halt nochmal wegen was... rauskitzeln, aber ach, da kenne ich mich nicht aus.
Da möchte ich mich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht wirklich Grip damit befassen. Die Bremsleistung deines Wagens werden durch die Qualität deiner Reifen und hör mal zu. Dein ja, ECU-Steuergerät. Hat man ja schon mal. Yo, hier bist du richtig. Ein Turbo drückt mehr Luft in deinen Motor. Mehr Luft heißt mehr Power. Der Turboschub lässt sich für jede Drehzahl optimieren. Ich sag's dir, das ist der Hammer. Schauen wir mal, wie die Mühle abgeht, oder? Oh, sorry, Leute. Rauchen schadet der Gesundheit. Boah, der brettert halt los wie Sau. Fahren wir halt mal. Redex. So, dann tun wir jetzt halt wieder den Geld sammeln. Und danach geht's dann wieder ab zu unserem Händler des Vertrauens. Ach nee, hier haben alle schön aufgeschrieben. Gelb und grün war's. Ja, raffst du's. Oh. Und nach genau meine Frage zu dem Bugatti nochmal zurückzukommen. Würdet ihr euch ernsthaft so ein Auto kaufen? Angenommen, ihr hättet im Lotto 5 Millionen gewonnen. Würdet ihr euch ernsthaft ein Auto für 2 Millionen kaufen? Weil ich muss dazu sagen, ich würde es nicht machen. Es gibt so viele schöne Autos. So wenig Geld, Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob ihr McLaren kennt. McLaren MP412C. Das ist ein geiles Auto. Wenn ich google es mal, gibt es einen schönen Grip-Bericht drüber auch. Und das Vorteil, das Deutsch ist natürlich auch wieder hervorragend zu später Stunde. Der Vorteil an dem Auto ist auch, dass du Alltagstauglichkeit hast. Und ich meine, Bugatti, was hat das mit Alltagstauglichkeit zu tun? Schön, du hast 1200 PS, 1500 Newtonmeter Drehmoment. Du hast 4 Turbolader hinten drin hängen. Bei jedem, sorry, am Schalten knallst dir erstmal, oh, sorry Leute, die Wirbelsäule tot. Und alles, aber wer braucht es? Klar, es ist geil, du hast das Auto, aber da würde ich mir lieber den MP412C kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber okay. Das darf ja jeder für sich entscheiden. Okay, dann machen wir jetzt hier einen Break an dieser Stelle. Im nächsten fahren wir dann diesen schönen Drift links von uns. Können wir ja noch schön hinfahren. Dass wir dann im nächsten Part gleich voll durchstarten können. Mit unserem frisch getunten Autochen. Da ist der? Ach, da drüben. Okay. Ach, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Der schaufelt ordentlich Dreck raus. Okay, auf jeden Fall in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fischi. Ciao, ciao.